Wir brauchen den Impfstoff überall. Wir brauchen ihn in den superlaufenden Impfzentren. Wir brauchen ihn aber ganz bestimmt jetzt im Rahmen der Astra-Situation in den Hausarztpraxen. Denn ich kenne jetzt beide Seiten und ich bin sehr unsicher, ob wir es schaffen, die Patienten in den Impfzentren in der uns zur Verfügung stehenden Zeit, denn da geht es wirklich um Schnelligkeit, wieder einzufangen, wieder zu beruhigen, auch auf individuelle Aspekte einzugehen, denn die Fragen werden kommen, ganz sicher. Mhm. Und das können wir im 1-zu-1-Gespräch in den Praxen natürlich exzellent. Außerdem kennen wir unsere Patienten. Und wenn ich noch mal eins dazu sagen darf, da müssen wir auch nicht 9 Seiten ausfüllen und mit den Patienten durchgehen. Oh. Das geht schneller in der Praxis. Und die Anamnese, die haben wir auch sowieso in unserer Datei. Und wir kennen die Patienten. Und diese Dinge werden da nicht passieren. Und insofern wären wir alle sehr, sehr, sehr dankbar, wenn wir wirklich einsteigen könnten und zwar ohne große bürokratische Hürde, denn wir impfen schon immer. Mhm. Das ist unsere Kernaufgabe. Das ist, was Hausärzte immer schon gemacht haben. Wir impfen die ganze Bevölkerung durch mit Grippe, saisonale Impfungen und jetzt Pneumokokken war ein großes Thema Anfang des Jahres auch. Das ist einfach unser Thema. Sie können das. Wenn Impfstoffe leicht verderblich sind, brauchen die natürlich eine besondere Infrastruktur, eine besondere Kühlung. Sind dafür dann nicht aber dann wirklich doch diese Impfzentren prädestiniert? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also die ganz starke Kühlung, die ist ja schon ein bisschen zurückgenommen worden. Der Impfstoff kann ja durchaus auch im Kühlschrank gut überleben, also in einem Impfkühlschrank für einige Tage. Ja. Und sollte mal in der Hausarztpraxis oder Facharztpraxis oder beim Betriebsarzt tatsächlich noch ein Weil geöffnet worden sein gegen Ende der Sprechstunde und dann sind noch 4 Spritzen übrig. Also ganz sicher, die verimpfen wir. Da haben wir wirklich an jedem Finger viele Patienten, die wir dann direkt anrufen können und die direkt um uns herum wohnen. Das wird kein Problem sein. Dann will man, Herr Montgomery, jetzt eigentlich nur noch verstehen, wer oder was behindert die Einbindung der Hausärzte? Warum ist das immer noch ein Problem? Geht es auch um Abrechnungen und um... Nein, das in kann Hamburg man alles lösen. Arbeiten 1800 Menschen in diesem Impfzentrum. Das kostet richtig Geld. Ja, das kostet richtig, richtig viel Geld. Und es ist eine super gute Investition, weil das, was wir an der Wirtschaft sparen, dadurch, dass wir gut impfen, das ist gewaltig. Man darf ja nicht vergessen, je mehr wir impfen, desto weniger Lockdown. Je weniger wir impfen, desto mehr Lockdown. Nein, im Moment scheitert es einfach noch daran, wir haben weniger als ein Viertel des Impfstoffs kommt von AstraZeneca. Die anderen sind immer noch mit dem Logistikproblem behaftet. Mhm. Und wir müssen den Swing hinkriegen zu, und das ist dann CureVac, das ist dann Johnson & Johnson und das ist AstraZeneca als Hauptimpfstoffe. Die kann man ganz normal, sage ich jetzt mal so mit allen, in der Fläche verimpfen und ganz normal lagern. Das ist die Zukunft. So, und dann ist natürlich jetzt die letzte Frage an Birgit Puhl nach Hamburg, was Sie eigentlich denken, wann das sein könnte. Wann wird in Ihrer Praxis geimpft und was? Ja, ich kann das nicht sagen. Die Frage stelle ich vielen überall. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Man hört auch immer in der Presse, es ist im März, dann ist es Anfang April, jetzt ist es Mitte April. Wir können Ihnen das nicht sagen. Wir sind alle bereit. Wir können das. Wir hoffen sehr, dass die bürokratischen Hürden nicht hoch sein werden und dass man wirklich einfach übergeht zur Normalität. Und Impfen in Hausarztpraxen ist Normalität. Wie teuer wird eine Impfung bei Ihnen dann in der Praxis sein im Vergleich jetzt zum Impfzentrum? Ist auch noch nicht ganz sicher. Ich höre irgendwas von 20 Euro. Mhm. Kann sein. Ich glaube, der Preis im Moment sind 7,51 Euro und der ist in der Tat lächerlich. Ja. Ja. Also definitiv, wir sind billiger, als es woanders möglich ist, ganz bestimmt. Das ganz bestimmt, ja. Weil, was las ich, Impfzentren liegen dann ungefähr bei 100, 120 Euro pro Impfung. Also da muss es tatsächlich auch ein geschäftliches Interesse dahinter geben, halten wir das wenigstens mal fest. Ganz lieben Dank, sehr herzlichen Dank nach Hamburg für Ihre Expertise, Frau Puhl, und natürlich weiter viel Glück und irgendwann dann auch genug Impfstoff in der Hand. Das wünscht man allen. Ja, genau. Und schön gesund bleiben. Wir marschieren hier gedanklich in unserer Diskussion nochmal zu dem, was wir morgen auf dem Zettel haben, neben den Impfungen, nämlich wie geht es eigentlich jetzt mit den Inzidenzen weiter? Wir sehen, Herr Müller, dass wir
auch in Berlin nahe der 100 kommen. Wir haben also nicht nur dieses Impfproblem, sondern die Zahlen steigen auch weiter. Michael Kretschmer sagt, er hätte sich eigentlich gewünscht, dass es diese Lockerungen gar nicht gegeben hätte. Würden Sie auch sagen, das war ein Fehler, dass wir vor 2 Wochen diese Lockerungen beschlossen haben und diesen lustigen Masterplan da? Naja, es war ja sehr vorsichtig und schrittweise und niemand musste das auch 1:1 umsetzen. Wir haben in Berlin auch weniger gemacht, als der Beschluss eigentlich hergegeben hat. Yeah. Und jetzt ist es ja so, dass wir am kommenden Montag darüber sprechen, ob wir weitergehen wollen. Und so ist es ja auch formuliert in dem, wie Sie sagen, lustigen Plan. Da steht drin, frühestens ab dem 22. kann man wieder dieses und jenes tun. Aber das tun. Ist doch völlig und ich illusorisch. Ich glaube, dass wir nicht in der Lage sind, wo wir weitergehen können. Mhm. Es wäre schon eine Riesenkraftanstrengung, mit Testen und Impfen das zu halten, was wir jetzt haben. Aber die nächsten Schritte sehe ich nicht, sofern wir eben nicht andere Impf- und Testkapazitäten bekommen. Mit dem Impfen, ich muss ein bisschen doch noch mal nach Hamburg gehen. Wir haben ja in den Praxen schon angefangen, einige Bundesländer haben das. Wir haben in 30 Praxen angefangen, wollten diese Woche es erweitern auf 100 Praxen, dort schon zu impfen. Das gab dann den Rückschlag durch die Astra-Entscheidung. Also es heißt, wir können damit starten. Und wenn wir uns darauf auf Bundesebene auch verständigen können, dann glaube ich, kann das sehr schnell gehen und kann am Montag auch ein begleitender Beschluss sein zu dem, MPK, was wir schon MPK mit haben. Der Kanzlerin genau. zu sagen, genau. wir gehen unbedingt in die Hausarztpraxen genau. hinein. Herr Palmer, vor den beiden Landtagswahlen wurden die Öffnungen beschlossen und nach den beiden Landtagswahlen werden sie nun höchstwahrscheinlich zurückgenommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt? Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist ein Schelm und er denkt Böses. Gerade wenn Sie an Winfried Kretschmann denken, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, dann wissen Sie, dass er sich immer sehr für Vorsicht ausgesprochen hat. Und dass er jetzt da vor der Wahl Lockerungen versprochen hätte, die er selber dann nachher kassieren will, das ist wirklich eine Unterstellung, die ich für völlig abwegig halte. Er ist da bei seiner Linie immer geblieben und die Infektionszahlen haben sich halt leider anders entwickelt als erhofft. Wir waren in Baden-Württemberg schon bei 46 unten ja. und jetzt gehen wir auch kurz vor die 90, die Herr Müller gerade für Berlin zitiert hat. Frau Pietsch, hätte die Regierung bei dem letzten Treffen diese Lockerungen beschließen sollen oder war das eigentlich ein Fehler, weil man weder die Tests noch die Impfungen zur Verfügung hatte, um Lockerungen zu begleiten? Ja, um das aufzugreifen, die Zahlen haben sich anders entwickelt als erhofft, aber eigentlich nicht anders als erwartet. Zumindest wenn man auf, sag ich mal, die Epidemiologen gehört hat, hätte oder denen zuhört, dann hat das immer, wurde immer gesagt, die neuen Virusvarianten haben höheres Ausbreitungspotenzial und es wird dazu kommen, dass wir mehr Infektionen sehen. Und deshalb ist es nur möglich, an einer Stelle zu lockern, wenn wir an anderer Stelle das kompensieren. Und wenn das nicht möglich ist, durch rasches Impfen oder durch ausreichende Testkapazitäten, dann geht es schlicht und ergreifend nicht. Und das ist das, was wir jetzt wieder gesehen haben. Und ich hoffe, dass ja. man es jetzt verstanden hat, dass es nichts bringt, es immer wieder zu probieren. Und wir werden im Lichte dieser Inzidenzzahlen aber auch wieder nicht wissen, ob es jetzt die Mutanten waren oder der Baumarkt oder die Schulen oder der Friseur. Wir werden wieder nicht wissen, was eigentlich zu dieser steigenden Inzidenz geführt hat. Oder wissen Sie das? Also im Detail für den einzelnen Fall kann man das natürlich nie sagen, aber es ist eine Summe dieser Effekte zusammen mit Sicherheit. Es ist die neue Virusvariante, aber es ist natürlich auch der Wiedereinstieg in Grundschulen, in Kitas, aber auch eben die anderen Öffnungen, die Sie angesprochen haben. Das auch alles zusammen. Auch private Kontakte. Man sendet natürlich auch immer ein Signal, wenn man sagt, wir können dies und jenes öffnen und machen hier und da eine Ausnahme für den Friseur beispielsweise. Das animiert, denke ich, auch schon Bürger zu sagen, okay, wenn das möglich ist, dann genehmige ich mir auch meine kleine Ausnahme am Rande und sehe das etwas lockerer, weil es geht ja in die richtige Richtung. Und das ist halt, glaube ich, auch immer ein bisschen fatales Zeichen. Also Sie sagen, dann kommt die mangelnde Disziplin noch viel mehr dazu, weil man den Menschen suggeriert. Das ist das, was ich zum Teil erlebe. Das ist sicherlich nicht bei jedem so, aber ich erlebe das auch schon so im Alltag. Herr Montgomery, eine neue Frisur und 2 Blumentöpfe weiter sind wir in der Situation, die wir eigentlich vermeiden wollten. Wir sind in einem Lockdown-Jojo. Ja, wir sind nicht sehr lernfähig. Es hat 3 Länder gegeben, die haben extreme Lockdowns gemacht. Israel, Frankreich und Irland waren sehr erfolgreich. Und haben genau den Fehler danach gemacht, den wir jetzt auch machen. Sie haben zu früh wieder aufgemacht.
Das ist so, weil der Druck der Bevölkerung, aber auch die entgangenen Chancen für Kinder in Schulen, in Kitas, das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Und dieses Virus verhält sich ja total unverhältnismäßig, indem es uns Zeitleisten gibt, mit denen wir so schlecht umgehen können. Es ist irre schwer, den Leuten bei einer niedrigen Inzidenz zu sagen, wir müssen das jetzt noch 2 Wochen, 3 Wochen durchhalten, wenn dann die Inzidenz bei 35 ist. Sie dann aber auf 100 zu schieben, also dass plötzlich die 35 waren ja das neue 50 und dann plötzlich war 100 das neue 35, da kommt keiner mehr mit. Hätten wir, und das sage ich, hätte Fahrradkette, aber hätten wir damals diesen Lockdown noch länger durchgehalten, stünden wir heute besser da. Aber wir sind nicht davor gefeit, solange wir nicht alle geimpft sind und solange es keine Therapie gibt, hilft als Einziges die Maske, der Abstand, die Hygiene. Das ist das Einzige, was uns hilft, Infektionen zu vermeiden und Mutationen zu vermeiden. So, wir müssen uns aber trotzdem noch mal diese Notbremse angucken. Das war ja ein hochinteressanter Vorgang. Wir sind eigentlich immer noch im Bahnhof, aber ziehen diese Notbremse jetzt wahrscheinlich schon, weil wir über die 100 hinüberrauschen. Und das finden in der Tat nicht alle Ministerpräsidenten toll. Es ist so eine Glückssache mit dem Öffnen und Schließen in Deutschland. Vermeintlich klare Absprachen, 100er Notbremse, zurück in den Lockdown. Eigentlich war man sich einig. Also falsch wäre, wenn jetzt versucht wird, die Notbremse auszuhebeln. Es ist kein Automatismus. Man muss genau sehen, woran liegt es. In diesem Fall, dass die Inzidenzen aus dem Ruder gehen. Und diese Kreise sind aufgefordert, das auch pragmatisch umzusetzen. Wer jetzt an der Notbremse arbeitet, um die zu umgehen, der macht einen schweren Fehler. Die Notbremse bei 100 verwandeln die Brandenburger gar mit einem raffinierten Dreh in einen Bremskorridor bis 200. Wenn Landkreise die 100er-Grenze überschritten haben, sie erstmal Maßnahmen ergreifen sollen, das ist eine klare Regelung bei uns, also die kommunale Ebene auch selber in der Verantwortung ist. Beispiel Landkreis Elbe-Elster. Seit Tagen liegt die Inzidenz über 150. Trotzdem darf man einkaufen und sich zu mehreren treffen. Die Schulen haben auch auf. Das Ende der Bremsspur ist hier nicht zu erkennen. Ich möchte sinnvolle Maßnahmen umsetzen im Landkreis Elbe-Elster, die auch Wirkung zeigen, die auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung zeigen, die ich erklären kann. Klingt irgendwie gut, macht aber aus der Notbremse wieder so eine Zahl, die sich abnutzt, bevor sie überhaupt zum Einsatz kommt. Herr Müller, man hat das Gefühl, Ihre Brandenburger Kollegen jonglieren irgendwie mit der 100. Wer muss sich dran halten, wer muss sich nicht dran halten? Finden Sie das in Ordnung? Naja, es hat ja Auswirkungen für Berlin, was in Brandenburg passiert und umgekehrt. Und deshalb der Ministerpräsident hat ja jetzt eingegriffen und die Landesregierung beschäftigt sich dann auch früher mit dem ganzen Thema. Aber auch hier möchte ich sagen, es ist beinahe ähnlich wie beim Impfen. Man darf nicht immer nur auf die einen wenigen Maßnahmen gucken, über die wir alle immer reden. Schule, Einzelhandel oder Theater oder Sport. Sondern wir müssen dann auch noch mal breiter gucken, was geht. Und eine Testpflicht zum Beispiel durch die Arbeitgeber für die Beschäftigten kann ein Thema sein. Warum eigentlich nicht? Wir reden über Testen an Schulen, bei Lehrern und Schülern. Warum eigentlich nicht auch bei den Arbeitnehmern durch die Arbeitgeber umgesetzt? Unsere Technische Universität hat es untersucht. Mit unserer Homeoffice-Empfehlung für die Arbeitgeber hat es im einstelligen Prozentbereich Homeoffice-Umsetzungen dann gegeben. Oh. Praktisch gar nicht. Okay. Also, ich muss nicht sofort an Schule denken. Ich muss nicht sofort an die sensiblen Bereiche des privaten Lebens denken, wenn ich auf der anderen Seite noch Möglichkeiten habe. Und das ist mir auch wichtig, dass das mitdiskutiert wird. Interessanter Punkt. Sie haben also Aufforderung, nicht nur Appell, sondern echte Aufforderung an die Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter zu impfen, nicht zu impfen, sondern zu testen. Erstmal testen. Damit sie über 8 Stunden im Betrieb sein können. Und natürlich ist auf der anderen Seite auch das Angebot zu überlegen, dass die Belegschaft gleich geimpft wird, wenn denn der Impfstoff da. Wir machen das im Roten Rathaus, eine Teststelle, und die Kolleginnen und Kollegen nehmen es an. Warum soll das nicht auch in einem Unternehmen möglich sein? So. Und dann sind wir bei dem Modellprojekt, das es in Tübingen gibt. Herr Palmer, wir haben seit Dienstag von Ihnen verfolgen dürfen, wie sich die Stadt wieder ein bisschen mehr füllt. Es gibt eine Teststrategie unter Ihrer Ägide. Sie haben die Genehmigung dafür bekommen, Menschen einen, können wir auch noch mal zeigen, einen Tagesausweis auszuhändigen, mit dem sie sich freitesten können, um in die Stadt zu kommen, in die Restaurants zu gehen, auch natürlich einzukaufen. Mit dieser Tageskarte kann man sich dann in der Stadt bewegen. Wann wissen Sie, ob das
ein guter Test war. Wann haben Sie Erfolg gehabt mit dem Test? Also frühestens nach etwa 10 Tagen, so lange dauert es ja, bis man was sieht an den Infektionen. Und da wir erst vor 3 Tagen begonnen haben, kann ich Ihnen dazu jetzt nichts sagen. Aber das Kriterium kann ich Ihnen benennen. Wir wollen herausfinden, ob es möglich ist, mehr Freiheit, mehr Stadtleben mit mehr Sicherheit in der Pandemie zu verbinden. Mhm. Denn es gibt 2 gegenläufige Effekte. Der eine ist, was Sie gesehen haben, dass in Tübingen jetzt auch die Außengastronomie aufgemacht hat und das Theater, dass also Menschen mehr Leben haben und da erhöht sich das Infektionsrisiko. Auf der anderen Seite aber verbinden wir das immer mit dem verpflichtenden Test, bevor man in die Kultur oder zum Einkaufen geht. Das heißt, wir finden Infizierte und können die in Quarantäne schicken. Das wird unsere Inzidenz senken, die Zahl der Fälle senken. Das haben wir nämlich im Winter so gemacht in Tübingen, haben gesehen, wir kommen damit schneller runter mit der Zahl der Infektionen. Und spannend ist jetzt die Frage, was ist der stärkere Effekt? Ist das Herausfischen der Infizierten stärker? Kommen wir also besser durch die Pandemie als der Landesdurchschnitt? Weil es viel, viel schneller geht. Mhm. Oder ist das zusätzliche Treffangebot stärker und wir haben dann höhere Zahlen als der Landesdurchschnitt. Und genau deswegen hat das Land Baden-Württemberg diesen Modellversuch genehmigt. Da bin ich unserem Ministerpräsidenten sehr dankbar, weil ich denke, dass wir alle miteinander doch ziemlich klar sehen, diese dritte Welle wird sehr stark werden. Und wenn wir dann nur noch den Lockdown als einzige Lösung zur Verfügung haben, dann sind die Schäden in der Gesellschaft eben nach ein Jahr erschöpfender, immer wieder doch sehr fordernder Zeit im Lockdown so gravierend, dass wir dringend alternative Strategien testen müssen. Und das tun wir jetzt in Tübingen. Wir wollen rausfinden, ob wir mit den Schnelltests besser durch die Pandemie kommen, mit etwas mehr Stadtleben, als wenn wir wieder alle Lockdown machen. Herr Palmer, 2 Fragen. Wer zahlt das? Das Land Baden-Württemberg oder Sie? Das zahlt zunächst sogar mal Jens Spahn, denn er hat ja versprochen seit 8. März die sogenannte Bürgertestung, dass alle einen Anspruch für mindestens einen Test in der Woche haben. Mhm. Da werden unsere Teststationen finanziert. Und das Land Baden-Württemberg übernimmt die Kosten für alle Tests, die nicht auf diese Weise übernommen werden. Aber ich habe auch noch einen Unternehmer an der Hand, denn das hätte jetzt lange gedauert, bis die Tests da gewesen wären nach der Genehmigung des Versuchs. Der Unternehmer, der eigentlich sonst Hartmetallwerkzeuge für die Autoindustrie macht, Paul Horn, kleiner Werbeblock, hat auf meinen Anruf gesagt, er stellt 1,5 Millionen Euro Zwischenfinanzierung bereit und hat jetzt eine Halle mit 350.000 Tests in Tübingen gefüllt, damit wir sofort zugreifen können, die überall einsetzen, auch für Betriebstestungen, für Schultestungen. Wir wollen im Prinzip ganz Tübingen so engmaschig durchtesten, dass das Virus keine neuen Opfer mehr findet. So, und das wird wenigstens 3 Wochen gehen. 3 Wochen wird es auch begleitet von der Uni Tübingen. Und wir haben auf der anderen Seite, Herr Montgomery, natürlich das Warnen des RKIs im Ohr, das sagt, Ostern sind die Krankenhäuser voll. Ist dieses Testen, sind solche Teststrategien ein echter Helfer, um eine Brücke zu bauen? Absolut, absolut sinnvoll. Nicht in die Krankenhäuser, sondern ins Leben zurück. Ja, absolut sinnvoll, wie übrigens auch der von der Europäischen Union entwickelte Impfpass, mit dem Sie nachweisen können. Wir wissen ja inzwischen, dass bei manchen Impfstoffen 91% der Patienten wirklich steril immun sind, also nicht mehr anstecken können. Also das muss man beides zusammen machen. Den Impfpass, damit kriegen wir auch wirtschaftliches Leben, auch Kontakte wieder in Gang. Aber die Teststrategie von Herrn Palmer, das hat er ja auch schon vorher bewiesen bei seiner Strategie in den Altenheimen, die ist sensationell gut. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht komme ich zum Ostereiersammeln mal nach Tübingen. Herr. Sie können in Berlin bleiben. Wir machen es am Wochenende, nämlich in neuen Kulturinstitutionen. Sie können in Berlin bleiben. Das ist ein zufriedliches Angebot. Frau Pietsch, mehr Schnell- und mehr Selbsttests können natürlich dafür sorgen, dass die infizierten Zahlen erstmal hochgehen. Weil wir eben mehr Tests haben und weniger Dunkelziffern, wenn das weitergemeldet wird natürlich. Auf der anderen Seite ermöglichen wir uns natürlich viel schneller die Menschen zu finden, die andere infizieren können, weil das nicht mehr die 3 Tage PCR-Test dauert. Wo schlägt Ihr Herz? Sagen Sie, wir brauchen jetzt unbedingt mehr von diesen Teststrategien? Ja, wir sollten unbedingt testen, weil wir müssen alles dran setzen, dass die infiziert sind, dass wir die auch erkennen. Und damit die Dunkelziffer senken und jede Infektionskette so früh wie möglich dann auch abbrechen können. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Und deshalb müssen wir ganz, ganz häufig testen. Mhm. Gerade weil diese Tests ja ein bisschen weniger gut die Infektion erkennen, als eine PCR-Testung das kann. Und das können wir ausgleichen, indem wir sehr, sehr häufig ganz viele testen. Mhm. Antje, Herr Müller, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, buchen parallel dazu jetzt schon die Reise nach Mallorca. Malu Dreyer sagt heute, ihr wäre lieber, die Leute würden irgendwie im Pfälzerwald wandern und nicht fliegen und dann das Virus nach Deutschland einschleppen. Muss man sich sowas nicht eigentlich auch vorher überlegen?
Ja, wir haben auch darüber alle gestaunt. Und es muss auch einhergehen mit einer Testpflicht für die Reiserückkehrer. Das geht so nicht, dass man in der ganzen Welt rumreisen kann, offensichtlich. Hier in Deutschland wird es immer mehr eingeschränkt. Und wenn man zurückkommt, gibt es nicht mal einen Test, weil offensichtlich Mallorca nicht mehr als Risikogebiet eingestuft ist. Das geht so nicht. Auch das wird ein Thema in der Ministerpräsidentenkonferenz sein. Denn nochmal diese Kombination von Impfen und Testen, das ist der Erfolgsweg. Und so wie Herr Palmer, so machen es einige von uns, wir auch in Berlin. Wir müssen Erfahrungen sammeln mit dem Testen. Wie wird es angenommen? Wie funktioniert es vor Ort? Geht das, wenn 500 Leute ins Theater wollen? Funktionieren die Selbsttests? Nur über die Erfahrung von Impfen und Testen kommen wir zurück in die Normalität. Mhm. Und das muss auch für die Reiserückkehrer gelten. Ja. Herr Palmer, was würden Sie sagen? Tasche trotzdem packen für Mallorca? Jetzt nicht der nächste Werbeblock. Nein, bestimmt nicht. Also erstens ist Tübingen schöner als Mallorca. Und da zweitens, ist er doch der Werbeblock. Und zweitens kann ich das wirklich nicht nachvollziehen. Da bin ich ganz bei Herrn Müller, dass das jetzt möglich sein soll, während die Hotels überall in Deutschland nicht öffnen dürfen. Das ergibt keinen Sinn. Herr Montgomery, und spätestens im Sommer haben wir dann den vollen Neid, wenn wir sehen, welches Leben in Großbritannien möglich ist, in Israel möglich ist und in den USA möglich ist? Oder haben wir es bis dahin geschafft? Auch bis zum Sommer haben wir ja vielleicht 50% der Bevölkerung durchgeimpft. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sich sehr vernünftig verhalten. Das ist ja etwas, was wir manchmal vergessen. Wir reden über die 15 oder 20%, die sich unvernünftig verhalten und vergessen dabei, dass ganz viele Menschen ja auch unter dem Lockdown, unter dem allen sehr leiden. Und die sich brav halten und dann mit angucken müssen, wie die Hedonisten draußen ihnen im Grunde genommen die Zahlen kaputt machen und das Leben kaputt machen. Ja. Das wird sich alles bessern, wenn wir mehr geimpft haben. Und deswegen kann man nur sagen, impfen, 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 das ist der Schlüssel zur Zukunft. Mhm. Und solange wir nicht impfen können, müssen wir weiter die Maske tragen, Abstand halten und Hygiene. Hat er schon gesagt, reisen, dürfen wir reisen? Was sagt die Virologin und Epidemiologin, dürfen wir das? Es ist erlaubt, aber wir sollten uns nichtsdestotrotz damit sehr, sehr zurückhaltend bewegen. Also wir sollten das vermeiden, wann immer es geht, um uns selbst willen und um uns auch in Zukunft ja auch niedrigere Zahlen zu ermöglichen, als die wir jetzt haben. Auf den Montag, Herr Müller, haben Sie schon gesagt, freuen Sie sich besonders. Da wird es natürlich nun wieder widerstrebende auch Interessen und Wünsche der Ministerpräsidenten geben. Luca-App werden Sie vorschlagen, wahrscheinlich dieses Arbeitgeber-Testpflichten oder die Pflicht zu testen. Das ist wichtig. Und welche Position kommt von Berlin noch? Na, das reicht ja erstmal schon. Und bei der Luca-App sage ich auch ganz klar, ich mache es auch alleine. Ich warte da jetzt nicht mehr. Wir können nicht immer auf den Langsamsten warten, sondern es muss jetzt vorangehen. Gerade wenn wir wie in Tübingen oder in Berlin und anderen Stellen jetzt Dinge kombinieren wollen, um schneller zu werden, dann ist es richtig, das in einer MPK zu diskutieren, richtig zu sehen, dass man möglichst lange beieinander bleibt. Dafür werbe ich immer. Ja. Aber es muss dann auch einen Entscheidungsspielraum geben. Und den will ich mir bei der App und auch bei der Priorisierung in den nächsten Schritten und bei dem Einbeziehen der Hausärzte, den will ich mir auch erkämpfen in dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Oder es aber alleine machen, weil Sie diese Türöffner den Berlinern ermöglichen. Ich glaube nicht, dass ich alleine sein werde. Es wird einige, ob alle mitmachen, das weiß ich nicht. Aber es gibt einige, die sagen, wir müssen da jetzt mehr Dampf reinkriegen. Mhm. Herr Palmer, noch mal ganz kurz, letzte Frage. Krisenmanagement der Bundesregierung. An welcher Stelle würden Sie sagen, können Herr Altmaier und Herr Spahn und müssen noch die Kurve kriegen? Eindeutig bei der Nachverfolgung. Die Luca-App ist eine Verbesserung, aber eigentlich müsste doch die Corona-Warn-App das alles selbst leisten. Und dass wir nicht in der Lage sind, die Datenschutzbedingungen etwas zurückzustellen und echtes Tracing zu machen, wo doch jedes Handy weiß, wo wir uns aufhalten und Apple und Google es auch wissen, aber die Gesundheitsämter nicht erfahren dürfen, wo die Infektionen stattfinden, das halte ich eigentlich für den größten Fehler in dieser Pandemie und das muss dringend korrigiert werden. Wir machen hier einen Punkt. Ich darf mich bei den Gästen ganz herzlich bedanken. Herzlichen Dank nach Tübingen zu Boris Palmer, um auch das noch mal zu sagen. Unserem letzten geschalteten Gast, Herr Montgomery, vielen Dank, Frau Pietsch, Herr Müller. Sie bleiben bitte auch alle schön gesund, wie hoffentlich jeder, der diese Sendung verfolgt hat. Bei Markus Lanz sitzt jetzt festhalten Karl Lauterbach. Und wir sehen uns kommenden Donnerstag wieder, wenn Sie mögen. 22.15 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bleiben Sie heiter, irgendwie. Tschüss.